Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem kleinen Grundlagen-Tutorial, heute mal wieder für Adobe Premiere Pro. Und heute geht es um etwas, was ich mich in meiner Anfangszeit der Videobearbeitung öfter mal gefragt habe und damals nicht wusste und deswegen möchte ich es ganz einfach mal erwähnt haben. Und zwar, wie wir Audio und Video voneinander trennen können. Sprich, das ist alles schon verarbeitet oder ihr habt zum Beispiel irgendein Handyvideo und wollt zum Beispiel nur das Video und die Audiodatei nicht mehr, dann möchte man das ja irgendwie trennen und das zeige ich euch heute. Ich habe das schon mal in einem anderen Video benutzt, aber darunter findet man es natürlich nicht und deswegen machen wir das separat. Ich habe hier mal ein altes Tutorial rausgesucht, in dem ich den Hintergrund unscharf gemacht habe und wir hören mal kurz rein, denn das ist eben Video und Audio gleichermaßen. Für GIMP, nach einer längeren Zeit melde ich mich zurück und greife auch direkt mal eine Frage auf, die mir vor 2-3 Monaten gestellt wurde. So, da hören wir, also wir sehen das Video und hören, dass Audio ja da drin verarbeitet ist. Und wie schaffen wir das jetzt also, dass Audio und Video voneinander getrennt werden? Das sehen wir schon an der Stelle, dass hier oben eben unsere Videodatei ist und hier unten unsere Audiodatei. Im Moment ist sie miteinander verknüpft. Wenn ich das eine verschiebe, verschiebe ich das andere auch. Und das möchten wir jetzt lösen. Wir machen einfach einen Rechtsklick auf die Spur und dann machen wir einen Linksklick auf Verknüpfung aufheben. Und damit ist das voneinander getrennt. Wenn wir jetzt eins verschieben, geht das zweite nicht mehr mit. Und das gibt uns natürlich auch die Möglichkeit zu sagen, hier, ich brauche jetzt zum Beispiel nicht die Audiospur. Ich klicke sie mir an und entferne sie. Jetzt haben wir nur noch das Video ohne irgendein Audiosignal. Und auf der anderen Seite können wir natürlich auch sagen, ihr habt jetzt ein Video gedreht, von dem ihr aber nur das Audio braucht. Da entferne ich mir die Videodatei und dann habt ihr noch die Audiodatei. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem kleinen Grundlagen-Tutorial. So, funktioniert und soll es an dieser Stelle auch schon gewesen sein. Hoffe, euch hat das Ganze gefallen und geholfen. Wenn dem so ist, würde ich mich natürlich über einen Daumen hoch und ein Abo freuen, wenn das noch nicht geschehen ist, damit ihr in Zukunft auch keine Tutorials mehr verpasst. Und wie immer ganz wichtig, wenn ihr selbst Fragen oder Wünsche habt, schreibt es in die Kommentare und ich drehe schnellstmöglich ein Video für euch. Wir sehen uns, macht's gut, euer Chavo, ciao!